Ich habe 7 Jahre an etwas geglaubt, das nicht existiert. Welche Narbe hast du eigentlich, wo dir Blut gezapft worden ist und wo sie irgendwelche Sachen rausgeschnitten haben? Ich habe mich an angebliche Stromfolterung erinnert. Das sind Menschen, die sagen, sie seien falsch therapiert worden. Die schrecklichen Erinnerungen seien ihnen in der Psychotherapie suggeriert worden. Es sind falsche Erinnerungen. Die Menschen leiden jetzt und glauben daran, dass sie fremdgesteuert sind, dass sie bewacht werden, beobachtet. Und man muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für diese ausgestaltete Theorie einer groß angelegten Verschwörung satanistisch im Hintergrund, gibt es keinerlei Beleg. Dass diese Verschwörungserzählung in der Schweiz kursiert, haben wir in unserer Reportage im Dezember 2021 aufgedeckt. Das ist eine Parallelwelt. Umgebracht, geschlachtet, wir reden auch von Kannibalismus. Auch in der Schweiz gibt es wahrscheinlich mindestens 1000 Opfer. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, das darf ich nicht wahr sein. Wir haben gezeigt, dass offenbar auch gestandene PsychotherapeutInnen an diese Erzählung oder an Teile davon glauben. Wir reden da von Menschenopfer. Ja. Blut trinken, habe ich schon mal gehört. Also wirklich alle Grausamkeiten, die Menschen ersinnen können, finden dort statt. Wir zeigen jetzt, was diese Verschwörungserzählung anrichtet bei Menschen, die Hilfe in der Psychotherapie suchen. Ich habe eigentlich 7 Jahre von meinem Leben verloren. Nach unserer letzten Reportage über die Satanic Panic in der Schweiz ist viel passiert. Es sind mehrere Zeitungsberichte entstanden, die festgestellt haben, ja, in der Schweiz haben wir ein Problem mit dieser Verschwörungserzählung. Und das Wichtigste, es haben sich x Menschen bei uns gemulden, die gesagt haben, dass ihnen die absurde Geschichte von dieser rituellen Gewalt in der Therapie suggeriert worden sei. Und genau diese Menschen, die wollen wir jetzt treffen. Jetzt sind wir in Ittigen und besuchen den Dominik, weil der Dominik hat mir eine Message geschickt auf Facebook, nachdem unsere Reportage ausgestrahlt worden ist, wo drin steht, mir hat ein Psychiater in Luzern einreden wollen, dass es ebenfalls so gewesen sei. Also mit den Satanisten. Grüezi, ich bin der Robin. Also ich bin aus verschiedenen Gründen 2001, 2002 bei Therapeuten gesehen. Eben zuerst bei einem, wo ich meine Lebensgeschichte erzählt habe. Und da ist dann aus mehreren Gründen auch drauf gekommen, zu sagen, oh wow, also du musst doch von Satanisten missbraucht worden sein. Und ich habe überhaupt nichts von dem gesagt. Es ist auch ganz sicher nicht der Fall. Und da hat mich das immer weiter einreden. Und eben, er hat dann auch so Sachen aufgegriffen. Er hat gesagt, ich habe da einmal der Arm kompliziert gebrochen und hatte so Narben. Ich sagte, die Narbe hast du eigentlich, wo dir Blut gezapft worden ist und wo sie irgendwelche Sachen rausgeschnitten haben. Und dann in der zweiten, dritten Stunde ist er immer wieder darauf zurückgekommen, immer wieder, und hat gesagt, ja, aber du musst doch Albträume haben von dem, du musst doch leiden an dem, du verdrängst das nur. Komm, jetzt holen wir das führen und so. Und ich einfach wüsste, das, also es kann nicht sein, das ist wie wenn dir einer sagt, du bist eigentlich einmal eine Frau gewesen und du weißt, ja. Oder irgendetwas, was einfach nicht sein kann. Ja. Das kann nicht aber sein. Wenn du nicht so gefestigt gewesen wärst, ja, in deiner Persönlichkeit, ja, hätte da etwas passieren können? Ja, also ich bin immerhin schon genug gesehen, dass ich abgesprungen bin, ja, dass ich mich einfach, dass ich gelacht habe im Grunde genommen, aber ja, also wäre ich jünger gewesen, hätte das ganz schlimm können ausgehen können. Dann wäre ich wirklich auch vielleicht darauf angesprungen und hätte so Zeug davon glauben. Nein, also ich will nicht mit 15 auf so eine 16, 17 ich auf so einen Psychiater treffen. Nein. Macht's gut. Tschüss zusammen. Zum Glück hat Dominik die Geschichte von dem satanistischen rituellen Missbrauch nicht geglaubt. Aber es gibt andere, die in diesem Gedankenkonstrukt drinstecken. Und ich frage mich einfach, wie kann das passieren? Guten Tag, Herr Urbaniok, sehr erfreut. Der Frank Urbaniok ist einer der renommiertesten psychiatrischen Forensiker in der Schweiz. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Sexual- und Gewaltstraftaten. Schön hat es geklappt. Ja, allerdings. Bin ich froh. Auch wenn es nicht so ein schönes Thema ist, wenn wir ehrlich sind. Nein, das ist es nicht. Ich wollte mir das führen und so. Also, es kann nicht sein, dass ich also wenn das so passiert ist, wie es da geschildert wird, dann sind das klare Behandlungsfehler. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist ja in der Psychiatrie und Psychologie immer ganz wichtig, dass man ergebnisoffen da dran geht, dass man Realitäten zur Kenntnis nimmt, aber nicht, dass man irgendeinen Glauben, eine Überzeugung, eine Theorie in die Patienten hinein projiziert, weil man selber daran glaubt. Und so wie das hier geschildert wird, ist das genau das, was hier passiert ist. Der Therapeut ist ein Dienstleister für den Klienten und nicht jemand, der den Klienten instrumentalisiert für eigene Überzeugungen oder Theorien, die er hat.
Du sagst also ganz klar, da werden diese Ideen suggeriert vom Therapeuten, aber wir sind immer wieder auf Menschen getroffen, die gesagt haben, doch, ich habe das erlebt, diesen rituellen Missbrauch. Es gibt schwerste, grausamste Formen von sexuellen Übergriffen und sexuellem Missbrauch. Es gibt auch sexuelle Übergriffe, die mit rituellen Aspekten verknüpft sind. Das alles gibt es. Was es nach jetzigem Kenntnisstand nicht gibt, sind organisierte Zirkel à la QAnon, die im Hintergrund verschwörungsmäßig eine große satanistische Unterwelt organisieren, in der dann Patienten, Kinder speziell missbraucht, programmiert werden. Letztlich so ein Verschwörungsszenario, das gibt es nicht, da gibt es keinerlei Belege dafür. Es geht also nicht darum, ob es schreckliche sexuelle Missbrauch gibt. Den gibt es. Und auch organisierte. Es geht um die Verschwörungserzählung von dieser Elite, die im Untergrund Kinder quält und sie so programmieren soll, dass man sie immer wieder missbrauchen kann und das Ganze nie ans Licht kommt. Also, ein völliges Seich. Jetzt sind wir auf dem Weg zu der Bettina. Genau. Sie und ihre Mann haben uns ja geschrieben, dass ihre Tochter erlitten hat, vor 10 Jahren in der Therapie gewesen. Und sie schreibt uns, ihr Zustand verschlechterte sich jedoch laufend, bis sie uns unter absoluten Geheimhaltungsauflagen eine Geschichte erzählte, welche sich mit den Inhalten ihrer Reportage vollständig deckt. In unseren Köpfen entstanden ungerechte Spekulationen über Personen in unserem Bekanntenkreis. Also die haben tatsächlich gemeint, dass irgendwelche Bekannte von ihnen könnten Satanisten sein, die ihre Tochter geheilt haben. Wahnsinn. Hallo zusammen, lassen Sie mich rein. Hoi. Erzähl, was hat das bei dir ausgelöst, als du unsere Reportage gesehen hast? Jesus, 2 Tage heulen, rennen. Es ist mir alles wieder in den Sinn gekommen. Die Paranoia, die sie haben müssen haben, die Angst. Sie hat das Gefühl gehabt, sie wird programmiert. Man kommt sie holen in der Nacht. Sie hat am Morgen Schmerzen gehabt, weil man sie geholt hat. Sie hat nicht aufstehen. Und das hätte alles nicht müssen sein. Das hat mich zuerst traurig gemacht und dann sternswütig. Und jetzt, mit kleinen Ausnahmen, habe ich genug Distanz, weil es ist vor 10 Jahren passiert mit meiner Tochter, wo man eben in der Therapie auf die Idee gebracht hat, sie sei aus Kind von einem satanistischen Zirkus missbraucht und umprogrammiert worden, sodass sie jederzeit zur Verfügung stehe. Sie war 4-mal in Littenhain. 4x3 oder 4 Monate. Und das hat gelangt. Dort ist es ihr erst wirklich schlecht gegangen. Mit Selbstverletzungen, mit Suizidversuchen, mit Psychosen. Oder wenn sie sich umbringen wollte, weil sie das Gefühl hatte, alle hier gehören zu den Bösen. Die Angst muss man sich mal vorstellen, die die Leute in diesem Moment empfinden. Du hast dann auch deine Tochter besuchen in Littenhain? Mhm. Man hat mich gefragt, wer ich bin. Ich habe gesehen, sie gibt Mutter. Und dann hat es geheissen, also wenn ihr die Mutter seid, dann seid ihr potenzielle Täterin. Irgendeine Fachperson muss doch sagen, da ist etwas falsch. Ich bin verrückt und ich will, dass das aufhört. Ja, danke. Das Beispiel, das uns die Mutter erzählt, zeigt, die Verschwörungserzählung ist nicht nur bei einzelnen Psychotherapeuten ein Problem, sondern das gibt es offenbar sogar auf der Traumastation der renommierten Schweizer Klinik Littenhain. Der Tochter von Bettina wurde vor ihrer Einweisung in die Klinik in Littenhain eine dissoziative Identitätsstörung diagnostiziert. Eine sogenannte DIS. Sehr auffällig, dass praktisch alle Opfer, die auch von diesen satanistischen Ritualen erzählen, auch eine so eine DIS diagnostiziert bekommen haben. Hat diese dissoziative Identitätsstörung einen Zusammenhang mit der Verschwörungserzählung? Und was ist das genau? Ja, also ich glaube, man muss hier präzise sein. Man muss zum einen feststellen, es gibt dissoziative Identitätsstörungen. Das bedeutet ja, dass es so wie ein Überlebensmechanismus der Persönlichkeit ist, wenn etwas ganz Schlimmes erlebt wird, etwas Traumatisches, dass man sozusagen alles Schlechte in einen Persönlichkeitsanteil abspaltet. Und da kommen wir zu diesem fatalen Moment oder der Idee der Programmierung. Die bedeutet ja, oder das ist auch in dieser verschwörungstheoretischen Erzählung so, dass man sagt, ja, da gibt es super intelligente Täter, es gibt Zirkel, die haben Methoden gefunden, wie sie dann Persönlichkeitsanteile in dieser dissoziativen Identitätsstörung, also in dieser Abspaltung von Persönlichkeitsanteilen, die können das programmieren. Und dadurch haben die wie in einer Fernsteuerung Zugriff auf die Menschen. Sie können diesen Teil aktivieren, sie können da
dadurch den Menschen zu irgendwas veranlassen, was er nicht will. Sie können Erinnerungen löschen. Und das ist ein Element, was erzählt wird, was letztlich aus diesem verschwörungstheoretischen Narrativ stammt. Und auch hier ist es wieder wichtig, es ist nicht schwarz-weiß, dass man sagen kann, nein, Opfer können nicht manipuliert werden. Selbstverständlich mit fürchterlichen Strategien und Methoden, aber sie können nicht psychochirurgisch programmiert und damit wie ferngesteuert werden. Jetzt hat sich im Fall gerade eine weitere Frau gemeldet aufgrund von unserer Reportage. Sie schreibt, noch bis vor 3 bis 4 Jahren hätte ich eure Reportage als täterloyale Propaganda abgetan. Heute weiss sie aber, dass sie selber an die Verschwörungserzählung geglaubt hat. Vielleicht, weil sie selber in Littenhain therapiert worden ist, in der Traumastation. Sie will aber unbedingt anonym bleiben, weil sie nicht mehr mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht werden will. Aber trotzdem würde ich sagen, man könnte sie mal besuchen. Also wieso bist du überhaupt auf Littenhain gekommen? Ich hatte schon fast eine 10-jährige Psychiatriekarriere hinter mir, als ich auf Littenhain gekommen bin. Und kurz bevor ich auf Littenhain gekommen bin, habe ich eine extreme Angststörung entwickelt, dass ich nicht mehr aus dem Haus rausgekommen bin. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es heisst, die gehören eigentlich nicht daher. Aber dann hat es geheissen, doch, ihr seid hier genau richtig. Dringender Verdacht auf dissoziative Identitätsstörung. Sie zeigt uns ihren Austrittsbericht von der Klinik. Dort drin ist von täterloyalen Persönlichkeitsanteil und von Programmierung gedreht. Und ganz unten steht, Probleme durch negative Kindheitserlebnisse, rezidivierender ritueller sexueller Missbrauch außerhalb der Familie. Am Anfang zu Littenhain habe ich immer gesagt, sicher nicht meine Eltern. Also ich meine, das müsst ihr ja wissen und darum steht da auch außerhalb der Familie. Aber trotzdem hat es geheissen, dies entstehe nie, wenn du eine gute Bezugsperson hast. Wenn meine Mutter oder mein Vater gut zu mir geschaut hätte, dann hätte ich kein dies. Ich habe dann während dem 2. Aufenthalt, also eigentlich schon während dem 1., radikal den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen wegen dem. Ich hatte fast 10 Jahre keinen Kontakt zu meiner Familie gehabt wegen dem. Ich bin völlig isoliert worden. Ich hatte niemanden mehr gehabt, außer meinen Partner. Hat man dir gesagt, du musst das machen, oder was? Es hat immer geheissen, es sei so schwierig, Täterkontakt abzubrechen. Und es sei so toll, dass ich das geschafft habe. Und ich habe mich gut gefühlt, weil ich gedacht habe, ich mache das Richtige. Meine 2 grössten Ängste während der Zeit, als ich dort drin war, waren, oh Gott, irgendwann erinnere ich mich an mega schlimme Sachen. Überlebe ich das? Und das andere, was ist, wenn ich mir alles nur einbilde? Dir hat es Mühe gemacht, dich an so Ritual zu erinnern. Jedoch andere können dir erzählen von den schlimmsten Sachen, die sie machen müssen, oder? Auf dem Altar oder wo auch immer. Wieso ist dir das nicht gelungen? Zu wenig Fantasie. Nein, ich meine, ich habe mich schon an gewisse Sachen erinnert. Ich habe mich an angebliche Stromfolterungen erinnert. Oder an so Situationen, wo in irgendwelchen Höhlen ein Kind nach dem anderen steht und mit kaltem Wasser abgespritzt wird. Und dann kommt jemand, dich aussuchen oder so. Aber heute weisst du, dass das ein Humbug ist? Ja, es ist ein Humbug. Es ist nicht passiert. Es ist nicht, ich glaube, mir haben die Beweise gefehlt, um das zu glauben. Das Einzige, was man aus Antwort bekommt, ist, dass die Diagnose der Beweis ist. Ich habe ja anscheinend schreckliche Sachen erlebt, sonst wäre ich nicht dissoziiert. Und irgendwann müsste ich mich an die erinnern, weil sonst werde ich nicht gesund. Durch die Dysdiagnose sind übrigens auch meine körperlichen Schmerzen nicht diagnostiziert worden. Meine Schmerzen gehen weg, sobald ich meine Traumata verarbeitet habe. Weil eben, es ist ja alles Trauma-assoziiert. Jahre nach dieser Therapie in Littenhain ist Patricia zu einem neuen Therapeut gegangen. Der hat ihr dann Autismus diagnostiziert. Dank dieser Diagnose geht es ihr heute besser, sagt sie. Die Tochter von Bettina sowie Patricia sind vor über 10 Jahren mit dieser Verschwörungserzählung in Littenhain in Kontakt gekommen. Uns hat jetzt aber Mareike geschrieben. Und Mareike sagt, dass ihre gute Freundin heute in Therapie ist in Littenhain und immer noch das Gedankenkonstrukt glaubt und sie auch will mit reinziehen. Meine Freundin hat gemeint, ich hätte sämtliche Anzeichen dafür, dass ich auch Opfer von ritueller Gewalt sei. Ob ich dann nicht auch mal irgendwie im Wald bei Kinderverbrennungen dabei sei. Sie hat gemeint, sie könne irgendwann einen Trigger schaffen, wo ich mich dann irgendwann an irgendetwas erinnere. Ich meine, ich habe Missbrauch in der Vergangenheit erlebt, aber ich weiss, was das für Missbrauch war. Unabhängig, ob man jetzt an das glaubt oder nicht, es kann gar nicht sein. Wieso zeigst du dich nicht offen?
Von was hast du Angst? Es ist davon auszugehen, dass wenn man weiss, wer ich bin, ich dann wieder penetrant belagert werde von denen, die an die Geschichte glauben. Weil genau das sei ja ein weiteres Anzeichen, dass ich ein Opfer bin. Ah! Also man geht davon aus, wenn du mit uns redest, bist du selber ein Opfer, weil die Satanisten bei dir einen Anteil ausgelöst haben, der quasi so redet, als gäbe es das nicht. Genau. Das gibt es wirklich. Du bist also programmiert, um mit den Medien zu reden und die Geschichte so zu erzählen. Ja. Ja, es tut mir halt mega weh zu sehen, dass meine Freundin nach wie vor an das glaubt. Und ich habe auch das Gefühl, die Frau, es tut mir weh, aber sie wird kränker. Sie wird kränker, als sie es ursprünglich war. Und du hast das Gefühl, dass die Therapie in Littenheit Schuld daran hat? Ja. Weil, ja, sie hat vorher psychische Probleme gehabt, aber definitiv nicht die, die sie jetzt hat. Die Mareike hat uns nach dem Gespräch noch Messages gezeigt, wo deutlich wird, wie abhängig ihre Freundin von ihrem Therapeut ist. Das macht uns betroffen. Wir haben ja seit Januar Kontakt mit einer Pflegerin von Littenheit, die uns erzählt, dass man dort an die Verschwörungserzählung glaubt. Sie will leider nicht bei uns vor der Kamera reden, weil sie Angst hat, ihren Job zu verlieren. Aber sie hat uns einen Brief geschrieben. Sie schreibt, wie sie die Zustände auf der Traumastation Littenheit wahrnimmt. Als Fachpflegerin bin ich sehr beunruhigt. Die These, dass okkulte Gruppen durch äußerst gewalttätige Techniken Menschen programmieren und kontrollieren können, ist katastrophal. Dennoch und ohne jede Belege werden spekulative Konstrukte als unhinterfragte Realität präsentiert und in der Praxis angewandt. Vier verschiedene Quellen haben unabhängig voneinander glaubhaft erzählt, dass Patientinnen in dieser Klinik mit der Verschwörungserzählung in Kontakt gekommen sind. Wir zeigen die vier Fälle mit Bezug zur Traumastation Littenheit im Frank-Urban-Jock. Man muss zur Klinik Littenheit sagen, ich kenne die Klinik Littenheit, kenne verschiedene Stationen und da gibt es ganz hervorragende Therapeuten und Stationen, die sehr gute Arbeit leisten. Aber es gibt hier doch sehr viele Belege mittlerweile, dass hier offensichtlich auf den Traumastationen ein verschwörungstheoretisches Narrativ Einzug in die Therapien gehalten hat. Das ist ja immer etwas, was a. unprofessionell ist und was b. auch zu psychischen Schäden von Patienten führen kann, weil entweder solche irrationalen Inhalte entweder erst erzeugt werden oder dass sie eben verstärkt und chronifiziert werden. Bist du der Meinung, dass Angehörige und Betroffene einen Schadensersatz kriegen sollten für diese Fehltherapie? Ich kann grundsätzlich festhalten, dass Behandlungsfehler und wenn es zu Behandlungsfehlern gekommen ist, grundsätzlich auch haftungsrechtliche Fragen nach sich ziehen können. Wir haben die Klinik Littenheit mehrfach um ein Interview gebeten und haben sie mit all unseren Vorwürfen konfrontiert. Das ist von Ihnen zurückgekommen. Die Thematik nehmen wir auch bei uns sehr ernst und haben aufgrund des Vorwurfs gegen den Oberarzt umgehend eine Visitation eingeleitet. Dafür haben wir zwei renommierte und international anerkannte Experten beauftragt. Im uns vorliegenden Visitationsbericht schneidet die Klinia Littenheit in sämtlichen Punkten sehr gut ab. Die Klinik schreibt, aufgrund des Arztgeheimnisses können sie keine Auskunft zu spezifischen Fällen geben. Wie eine Parallelwelt, die sich extrem gut zu schützen weiß, sodass es sehr, sehr schwierig ist, dieser Menschen habhaft zu werden. Ende März hat die Klinik den Oberarzt entlassen, der in der ersten Reportage von einer Parallelwelt mit unvorstellbaren Gewalttaten geredet hat. Unabhängig von dieser Visitation von der Klinik hat auch das Thurgauer Gesundheitsamt eine eigene Untersuchung eingeleitet. Resultate sind noch keine kommuniziert. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist, dass die Klinik Littenheit ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt für eine Impulstagung von der Netzwerkgruppe Rituelle Gewalt. Und zwar schreibt hier eine Teilnehmerin, am 29. November 2018 öffnete die Klinia Littenheit AG Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie ihren großen Saal für 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Impulstagung Rituelle Gewalt. An einem schönen Ort mit großartiger Verpflegung durch die Klinia Littenheit AG wurde über ein furchtbares Thema mitten unter uns gesprochen. Oder auch was die Netzwerkgruppe Rituelle Gewalt unter ritueller Gewalt versteht. Sie schreiben, charakteristisch für rituelle Handlungen sind wiederkehrende Symboliken und gleichförmige Handlungen, wie sie etwa während kultisch-ritueller, satanistisch-magischer Rituale vollzogen werden. Wir haben natürlich die Klinik mit dem konfrontiert, wieso sie dieser Verschwörungserzählung eine Plattform geben, aber auf das haben sie uns keine spezifische Antwort geben.
Man fragt sich natürlich schon, wie kommen die Therapeuten überhaupt auf die Idee, dass sich Menschen in verschiedene Persönlichkeiten abspalten und dass man sich programmieren kann und all das Zeugs. Also, wir sind während unserer Recherche immer wieder auf wissenschaftliche Publikationen gestoßen, die sagen, dass es rituelle Gewaltstrukturen gibt und dass Mind Control vollzogen wird. Einer, der davon schreibt, ist der renommierte Schweizer Psychologe und Psychiater Jan Gysi, Spezialist für Traumatherapie. Hier schreibt er, aus den vielen Berichten von Betroffenen sei daraus zu schliessen, dass die verschiedenen Persönlichkeitsanteile von den Tätern bewusst hergestellt werden. Laut unseren Recherchen enthält das Element von der Erzählung von ritueller Gewalt Mind Control. Wir haben Jan Gysi damit konfrontiert. Jetzt hat uns gerade Jan Gysi geschrieben und zu dem Mind Control und bewussten Herstellen von Persönlichkeiten sagt er Folgendes. Diese Darstellung deckt sich mit den Einschätzungen von Interpol, Europol sowie verschiedenen Kinderschutz-, UNO- und Europarat-Organisationen im terminologischen Leitfaden für den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexualisierter Gewalt. Also habe ich mir den terminologischen Leitfaden ausgedruckt, das ist ein rechter Schinken, und auf Seite 15. Was ich dort gesehen habe, hat mich also schon ein bisschen überrascht. Die entstehenden Persönlichkeitsanteile werden für bestimmte Zwecke trainiert und benutzt. Ziel dieser systematischen Abrichtung ist eine innere Struktur, die durch die TäterInnen jederzeit steuerbar ist. Ist das wirklich Wissenschaft? Das will ich jetzt klären. Für das treffe ich mich mit ausgewiesenen, renommierten Fachexpertinnen von der UPD, der Universitären Psychiatrischen Dienst von Bern. Der Direktor Werner Strick will sich nicht zu konkreten Publikationen äußern, sondern allgemein zum Konzept der sogenannten Mind Control. Mind Control ist ja ein Pseudo-Fachbegriff. Das heißt ja nur, dass man andere Menschen irgendwie beeinflussen, manipulieren kann. Das geht natürlich. Aber das können natürlich auch Therapeuten tun. Das heißt, wenn eine Personengruppe besonders empfindlich ist für so etwas, sind natürlich auch ausgesetzt der Kontrolle, der Manipulation oder der Suggestion, vielleicht auch gut gemeinten Suggestionen von Therapeuten. Bei all dem, was wir hier hören von Mind Control, von rituellem Missbrauch, hat das eine wissenschaftliche Grundlage? Wissenschaftliche Theorien müssen widerlegbar sein, sie müssen überprüfbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, wenn sie immer stimmen, wenn sie nie richtig widerlegt werden können, dann handelt es sich um eine Pseudowissenschaft. Mind Control ist also ein pseudowissenschaftliches Konzept. Doch genau auf dem ist die Verschwörungserzählung aufgebaut. Genauso wie auf der Diagnose von der dissoziativen Identitätsstörung. Diese Diagnose gibt es tatsächlich. Die Verfechter vom Konzept von der rituellen Gewalt und von Mind Control sagen, einer von 100 leide an einer Diss. Wenn man die Epidemiologie anschaut, dann muss man sagen, das sind 1 bis 50 auf 100'000, oder 0,01 bis 0,5 Promille. Wo eine dissoziative Identitätsstörung. Die andere Kreise behaupten, es sei 1%. Also das wird jetzt die paar wissenschaftlichen Ergebnisse überhaupt nicht hergeben. Jetzt in meinen, sagen wir, 30 Jahren knapp Erfahrung, oder, muss ich schon sagen, das habe ich ein-, zweimal gesehen. Okay. Du kriegst die Diagnose einer dissoziativen Identitätsstörung nur, wenn du sozusagen gleichzeitig ein Trauma hast. Das heißt, um die Symptome zu erklären, muss der Kliniker diese also das Suchen, das Trauma. Sonst kann er die Diagnose nicht stellen. Und das ist natürlich schwierig, weil es ja dann eine falsche Kausalkette ist oder ein logischer Fehler. Man möchte eine dissoziative Identitätsstörung diagnostizieren, kann das aber nur, wenn es ein Trauma gibt und dann wird einfach das Trauma erfunden. Und das öffnet Tür und Tor für diese Verschwörungserzählung. Einzelne Elemente von dieser Verschwörungserzählung gibt es also durchaus. Dies oder auch, dass man Menschen beeinflussen kann. Aber die Erzählung, die daraus gestrickt wird, dass Täter Menschen mit schlimmster Gewalt gezielt spalten und dann programmieren können, das hat man bisher noch nie können polizeilich nachweisen. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einer Diss-Diagnose und unserer Verschwörungserzählung, ist auch in der amerikanischen Studie erwiesen worden. Weil sobald Satanic Panic aufgedeckt worden ist, sind auch die Diagnosen von der Diss zurückgegangen. Uns hat Lea geschrieben und sie war nicht in Littenheit. Vor 7 Jahren hat sie mit einer Psychotherapie angefangen. Schon in der zweiten, dritten Sitzung hat dann ihre Therapeutin eine dissoziative Identitätsstörung diagnostiziert. Ich habe das lange nicht wirklich hinterfragt, weil ich einfach davon ausgegangen bin, das ist eine Therapeutin, die wird das wohl wissen.
Ich konnte mich auch regelmässig nicht an Therapiesitzungen erinnern. Sie hat mir dann gesagt, ich hätte ihr das, das und das erzählt. Es hätte sich bei ihrem Anteil von mir gemeldet in dieser Therapiesitzung, wo ich ihr vom Missbrauch erzählt habe. Am Anfang war es nur ein Missbrauch, irgendwann war es satanistischer Missbrauch. Irgendwann hat es geheißen, ja, das besteht immer noch. Ich war tatsächlich fast 7 Jahre bei ihr in Behandlung. Wenn sie mir am Anfang alles gesagt hat, was ich heute weiss, ich hätte es nicht geglaubt. Das finde ich ja eigentlich das Perfide am Ganzen, dass sie wirklich so dosiert aufgebaut hat, dass ich langsam immer mehr reingekommen bin und das automatisch immer mehr geglaubt und nicht mehr hinterfragt habe. Sie hat mich dann auch nur noch in die Kliniken eingewiesen, die an die Geschichte geglaubt haben. Zuletzt war ich dann halt in einer Klinik, die das sehr ernst genommen hat und mich auch entsprechend von dieser Gewalt hat schützen wollte, was ja verständlich ist. Also man wollte dich von einer Tätergruppe schützen, die Zugriff auf dich hat und dich immer wieder missbrauchen könnte. Genau, von einer satanistischen Tätergruppe. Und das ist jetzt so weit gegangen, dort hat man so weit an die Diagnose geglaubt, dass man dich ans Bett fixiert hat, damit du nicht zu diesen Tätern kannst. Ja, in diesen Kreisen gibt es ja ganz bestimmte Daten. Zum Beispiel der 31. Oktober, Halloween, ist so ein Datum, wo man weiss, dass dort anscheinend so Sachen passieren. Die Klinik hat durch meine Therapeutin so einen Kalender bekommen mit Daten, die eben gefährlich sind. Entsprechend bin ich nachher oder jeweils an diesen Daten zur Sicherheit, zu meiner Sicherheit, einfach fixiert worden, damit ich nicht auf die Idee könnte kommen, auszubrechen oder abzuhauen. Und aufgrund dieser Diagnose hat man ja den Kontakt zu deiner Familie abgebrochen, oder wie ist das gegangen? Also, ich durfte einfach keinen Kontakt mehr haben. Zu wem? Zu meiner Mutter, zu meiner Schwester, zu gar niemandem mehr eigentlich. Obwohl ich ganz klar immer wieder geäussert habe, ich will mit Mami telefonieren. Bezüglich Telefonieren hat man das so weit kontrolliert, dass wenn meine Schwester, die ja noch hat dürfen anrufen über die Station, ist immer jemand von der Pflege dabei gehockt, hat zugelassen, was ich telefoniere. Das ist schlimmer als im Gefängnis. Definitiv. Also ich muss sagen, ich habe mehr als einmal gedacht. Eigentlich wäre es für mich leichter, wenn ich irgendeine Straftat machen würde und ins Gefängnis käme. Ich hätte bessere Bedingungen. Wenn ich niemanden gehabt hätte, wie jetzt in dieser Situation, wo meine Schwester mir die Augen geöffnet hat, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt im Ausland mit einer neuen Identität, was man mir eigentlich geraten hat. Ich hätte den Kontakt zu allen Leuten abgebrochen, nur wegen etwas, das gar nicht existiert. Im ersten Moment, als ich verstanden habe, dass es das gar nicht gibt, bin ich zuerst schon mal in ein Loch gefallen. Ich habe 7 Jahre oder fast 7 Jahre an etwas geglaubt, das nicht existiert. Ich habe eigentlich 7 Jahre von meinem Leben auf eine Art verloren. Wenn du jetzt denkst, das kann doch nicht sein, uns liegen sämtliche Akten von der Lia vor. Sämtliche Polizeieinsätze sind bisher im Sand verlaufen, da die Täter verhindern konnten, dass XY zu viel erzählt. Jeder Versuch, sich nicht an die Vorgaben zu halten, wird mit Strafen in Form von neuen Übergriffen verfolgt. XY wurde vermutlich bereits als Säugling programmiert und für die Zwecke organisierter Gewalt geschult. Die Patientin hat sehr viele Erinnerungslücken, Kindheitserinnerungen sind kaum vorhanden. Die Akte zeigen, dass die Verschwörungserzählung nicht nur in Littenheit, sondern auch an anderen Schweizer Kliniken und von weiteren Schweizer Psychotherapeutinnen glaubt und danach therapiert wird. Nach vielen Klinikaufenthalten ist Lea heute arbeitsunfähig und bezieht IV. Wir gehen zum Thomas Ide, Präsident von Promentesana, der sich für die psychische Gesundheit einsetzt. Ich habe eigentlich 7 Jahre von meinem Leben auf einen Ort verloren. Ja, es ist eine Geschichte, die einem sehr betroffen macht, oder? Wo man von dieser Frau hört, wie sich ihr Leben völlig verändert hat, wie das so Schritt für Schritt nicht besser geworden ist, durch psychiatrische Unterstützung, sondern schlimmer geworden ist. Hier versagen psychiatrische Versorgungssysteme, wo es keine Kontrollmechanismen gibt, die sicherstellen, dass so etwas nicht passieren kann. Psychotherapie kann gravierende Nebenwirkungen haben. Und dort sind die Fachgesellschaften enorm gefordert, dass sie auch das Thema sehr proaktiv angehen und dort Untersuchungen machen, Forschung finanzieren und auch überprüfen, wo ist eine Therapie schädlich ist und so eine Therapie muss sofort gestoppt werden. Da geht es nicht mehr um
Wissenschaftlichkeit, sondern da geht es auch darum, dass sich wissenschaftlich radikalisiert haben. In der Radikalisierung verliert man die Bodenhaftung, da hört man nicht mehr, was andere Leute sagen. Das ist absolut nötig, dass Betroffene und Angehörige Entschuldigung bekommen. Ja. Tschüss. Satanic Panic ist in den USA aufgearbeitet worden. Es hat einen regelrechten Tsunami an Anklagen gegen Therapeutinnen gegeben, wo man die suggestive Methode vorgeworfen hat. Im deutschen Sprachraum fehlt laut den Sektenexperten bis heute so eine Aufarbeitung. Das merkt auch eine Psychologin, die für Familiengericht Gutachten schreibt. Hallo. Sie war genau in so Fällen involviert, wo Leute an die Verschwörungserzählung glauben. Sie sagt, mit diesen üblen Theorien werden ganze Familien kaputt gemacht. Die Leute die können nachher nicht mehr arbeiten. Die können nicht mehr, die müssen immer in Therapie sein, die müssen immer begleitet sein, die muss man immer schützen vor diesen schrecklichen Tätergruppen, Kreisen, die sehr diffus sind, wo niemand genau weiss, wer das ist. Für mich das ganze Narrativ, die ganze unglaubliche, irrsinnige Geschichte lenkt davon ab, dass es tatsächlich Opfer gibt von sexuellem Missbrauch. Und die haben eh schon das Problem, dass ihnen niemand glaubt. Ja. In einem System, das zu Irrsinn tendiert, wollte ich einfach in den Spiegel schauen können. Und ich wollte aufrecht sein. Ich will mit dieser Seuche nichts zu tun haben. Und ich werde mich immer gegen das aussprechen. Es ist wirklich absurd. Es ist so jenseits. Du siehst, Satanic Panic in der Schweiz ist real. Während ich hier schwätze, passieren immer noch Fehltherapien in Schweizer Psychiatrien. Darum ist es wichtig, dass wir weiter anschauen. Weil in den Gesprächen mit unseren Betroffenen ist klar herausgekommen, wie sehr sie unter diesen Falschtherapien gelitten haben und bis heute darunter leiden. Wir bleiben auf jeden Fall am Thema dran. Darum abonniere unseren Kanal, schreib einen Kommentar und teile das Video mit deinen Freunden. Und falls du den ersten Teil verpasst hast, hier ist das Video zum ersten Teil. Bis bald.